einen Satz aus dem Film habe ich noch so in Erinnerung. Oh Gott, was habt ihr mit mir gemacht in diesem Jahr? Gab es da noch einige Momente, wo du deinem Bruder am liebsten gesagt hättest, ey, jetzt mal Schluss mit dieser Nähe. Weg mit der Kamera. Ja, den Satz habe ich schon öfters gebracht. Doch, also auch wenn es vielleicht manchmal nicht so erscheint. Aber es gab sicherlich Momente, so ganz kurz vor einem Match oder so, ja, wo du echt deine Ruhe brauchst. Und da habe ich dann auch wirklich mal gesagt, du, lass uns mal ganz kurz alleine oder so. Also diese Momente gab es schon, aber sicherlich viel seltener als bei jedem anderen. Also für mich die persönlichste Szene ist die, als du zu deinem Vater fährst, zum Gefängnis und danach auch wieder zurückkommst und ganz persönlich erzählst. Hast du da deinem Bruder erzählt, hey, tu das doch besser raus? Nein, weil das einfach dazu gehört. Mhm. Ich meine, das waren so viele Momente in diesem Jahr, die sehr ähnlich dieser Situation waren. Und sicherlich auch irgendwo mal meine Seite etwas besser beschreiben. Ich selbst, ich habe die Szene noch nicht ganz sehen können, weil ich kann das einfach nicht. Ich habe angefangen, die Szene zu sehen und ich wurde unheimlich emotional. Und ich denke auch mal, dass ich die Szene nie anschauen möchte, weil es mir einfach zu schwer fällt, weil ich einfach zu viel durchgemacht habe. Und ich, wenn ich das sehen müsste nochmal, ich könnte es einfach nicht. Und deswegen lasse ich ihm auch da die Freiheit. Und er hat sicherlich das Auge dafür, ob es reinpasst oder nicht. Und wie gesagt, ich habe nicht mal die Szene ganz gesehen. Wollen wir ein bisschen über das Sportjahr 1996 reden? Ich meine, das war doch, ja, 95 war schon brillant, aber 96 war doch noch ein Stück besser. Oder gemäß dem grafischen Ehrgeiz, wie du im Film gesagt hast, bist du nicht ganz zufrieden? Doch, absolut. Doch, ne? Nein, also was ich aus diesem Jahr gemacht habe, ich glaube, da hätte ich nicht mehr herausschöpfen können. Es waren vielleicht dieselben Resultate wie 95, aber unter viel, viel erschwerteren Umständen. Deswegen kann ich ziemlich stolz auf das Jahr sein. Brauchst du inzwischen körperliches Leiden, um dich so richtig zu motivieren? Ja, das wird auch mittlerweile schon im Scherz gesagt. Nein, das brauche ich beim besten Willen nicht. Also ich wäre sehr glücklich, wenn ich mal richtig gut vorbereitet wieder zu einem Turnier kommen würde. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und es fällt mir auch sehr schwer, immer diese ständigen Pausen zu haben, weil man einfach ein Training nicht mehr richtig konzipieren kann. Wenn ich also mit dem Heinz über das Training spreche, dann fragt er erstmal, was kannst du überhaupt? Und nicht, wir machen das oder das. Und da ist ja schon der falsche Ansatz irgendwo. Das heißt also, wenn ich mal irgendwann wieder alles richtig trainieren könnte, das wäre eigentlich mein glücklichster Moment. Monika Seelisch und du, schickt ihr euch eine Weihnachtskarte? Nein. Das fand ich an Gabi unheimlich gut. Sie hat jedes Jahr das gibt eben von meinen Freundinnen die Weihnachtskarten und von Gabriela habe ich immer eine bekommen. Ich frage das deshalb, du bist ja ein paar Mal nach dem Attentat auf sie zugegangen, aber da kam, glaube ich, nicht so viel zurück. Nein, im Gegenteil, es kam völlig falsch in dem Moment zurück. Ja? Und da war ich dann auch ziemlich enttäuscht. Ich möchte da gar nicht so auf das Thema eingehen. Das Einzige, was ich wirklich dazu sagen möchte, ist, als wir im Krankenhaus waren, hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir uns unheimlich nahe waren in dem Moment. Und ich war ziemlich bewegt, es hat mich tief getroffen. Mhm. Also, monatelang ging mir das eigentlich ziemlich nach. Und deswegen kamen Dinge auf, die ich eigentlich nicht so fair fand. Also dem entnehme ich, dass also es keine Beziehung mehr gibt zwischen Monika Seelisch und Steffi Graf. Wir sprechen mal vielleicht kurz miteinander, aber tiefer oder länger Gespräche gibt es nicht mehr. Mhm. Vielleicht irgendwann, wer weiß. Der Tennis-Circuit der Frauen ist ja ein sehr geschlossener Kreis. Also Karriere beginnt sehr, sehr früh. Manchmal noch vor der Pubertät für die Damen bzw. für die Mädchen. Woran liegt es? Also das liest man ja immer, hört man immer wieder, dass so viele der Kolleginnen dann auch so gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen. Du kannst das besser beurteilen als ich. Du bist in der Szene drin. Ja, ich meine, die Situation ist nicht ganz einfach, denn man ist 11 Monate auf der Tour praktisch. Es gibt wenige Zeiten, wo du wirklich zu Hause bist. Ja. Es gibt wenig Freunde, die du halten kannst, weil du einfach alle paar Monate mal nach Hause kommst. Und die du siehst auf der Tour, sind eigentlich fast immer dieselben. Und das ist einfach meine Theorie zu diesem Thema. Mehr fällt mir
Lass du nicht ein. Ich möchte auch nicht näher eingehen. Das heißt, wenn ich jetzt frage, hast du auch Avancen bekommen in dieser Richtung, dann bleibe ich hier sitzen und kriege keine Antwort. War einmal der Fall. Ja. Als ich wirklich jung war. Ja? Ja, das ist richtig. Und wenn ich jetzt nachfrage? Ja, ich möchte den Namen nicht nennen. Es ist auch gar keine so bekannte Spielerin selbst. Sie hat auch danach geheiratet. Hast du richtige Freunde im Damen-Tennis-Circuit? Ist nicht einfach, aber ich habe zwei Freundinnen, mit denen ich wirklich gut auskomme. Mhm. Und ansonsten, ich meine, man sieht sich so oft. Man hat gewisse Kontakte, aber die gehen wirklich nicht in die Tiefe. Deine Mutter hat mal gesagt, Mensch, immer schnell, immer unruhig. Also Steffi will alles sofort erledigen. Und einmal im Jahr wechselt das Geschirr und meinte dich damit. Ja, ich bin von meiner Art her ein sehr unruhiger Mensch eigentlich. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl und deswegen kommt mir Tennis und das Reisen eigentlich so entgegen. Ich bin immer auf einem Weg irgendwo hin und jemand hat mal, ein Bekannter von mir hat gesagt, sie ist auf dem Weg nirgendwo hin. Kann man drüber streiten, aber es ist sicherlich so, dass ich alles immer etwas schnell mache. Also ob ich jetzt in die Stadt gehe und einkaufen gehe oder ob ich esse oder ob ich meine Termine habe. Ich springe sehr häufig von einem Ort zum anderen und ich suche das irgendwie auch. Also ich suche diese Unruhe. Mhm. Es war sicherlich auch früher so, dass wenn ich mal endlich mal meine Woche Urlaub hatte oder so und ich mir dann auch so einen Ort in der Karibik ausgesucht habe oder so, und es kam häufiger vor, dann bin ich meistens nach zwei, drei Tagen abgehauen, weil ich konnte diese Ruhe einfach nicht ertragen. Die wichtigste Frau in deinem Leben ist, glaube ich, deine Mutter. Sie ist sehr oft dabei. Ich merke das aus der Beobachtung. Also sie, wenn Hans Enger dein Manager ist, ist sie so ein bisschen dein Seelenmanager. Ja, nein, sie ist mir sehr wichtig. Von klein auf war sie eigentlich auch bei den Turnieren dabei. Ob das jetzt Jugendturniere waren oder auch später. Sie war für mich immer ein wichtiger Mensch. Ja. Nicht nur auf dem Platz, sondern eben vom Platz weg. Und sie hat mich da sicherlich, ist mir sicherlich sehr oft gut zur Seite gestanden, wenn ich es brauchte. Würdest du sagen, dass dieses letzte Jahr euch mehr entzweit hat oder die Familie ist vielleicht enger zusammengewachsen? Sie ist enger gewachsen? Ja. Doch. Ich meine, also es hat uns sicherlich nicht auseinandergebracht. Ich denke mal, wenn etwas näher gebracht, obwohl wir von vornherein schon immer eine sehr starke Familie waren. Gleich geht's weiter mit Ran persönlich. Steffi Graf über die Heimkehr ihres Vaters und ihre Zukunft als Geschäftsfrau. Dein Vater ist jetzt zurück und du hattest ja auch schon eine Chance, ihn zu sehen. Wie geht's deinem Vater? Ihm geht's ganz gut. Ja? Ja, sicherlich kein Vergleich zu der Zeit, als er im Gefängnis war. Ich meine, die Eindrücke, die ich jetzt teilweise bekommen habe, waren nicht einfach zu verkraften. Ich denke mal, dass das ein normaler Prozess ist. Mhm. Jemand, der mit Gefängnis noch nie konfrontiert war, ich oder mein Vater oder die anderen, die ihn besucht haben. Und da hat er doch einen wesentlich gelösteren Eindruck jetzt hinterlassen. Doch. Aha. Wie geht es ihm gesundheitlich? Ganz gut. Ja? Was heißt ganz gut? Mehr möchte ich darüber nicht sagen. In dem Film ist ja diese eine Szene, die wir vorhin kurz besprochen haben. Als du selber zum Gefängnis hinfährst, du hast eben gesagt, du hattest auch vorher gar keine Berührung mit so einer Situation. Ja. Wie war das, als du da zum ersten Mal zum Gefängnis gefahren bist? Ja gut, mich hat auch niemand in dem Sinne irgendwie darauf vorbereitet. Man hat mir nur gesagt, man geht durch viele Türen und man hat einiges vor sich, bis man dort erstmal ist. Und das ist sehr beklemmend. Deswegen habe ich versucht, so locker wie möglich die Situation irgendwie anzugehen. Ich glaube, ich habe es auch am Anfang geschafft, aber man schafft es nicht immer. Und ich meine, man kann das kaum beschreiben, wenn man es nicht selbst durchlebt hat. Ich glaube, das Gefängnis als solches ist dann am Schluss auch wirklich in den Hintergrund getreten, sondern einfach nur den Eindruck, den du vom Vater bekommst, das, was du sprichst und die Atmosphäre, die du versuchst aufzusaugen. Ja. Und
Das ist teilweise sehr schwer zu verkraften gewesen. Und wie war diese Situation? Also ihr hattet nur begrenzt immer Zeit, miteinander zu sprechen? Wart ihr unbeobachtet? Unbeobachtet waren wir nie. Also es waren zu Beginn die Steuerfahnder im Raum daneben gesessen, also praktisch im Raum neben uns gesessen. Später war es so, dass du eben auch mit anderen Besuchern und mit Häftlingen eben im selben Raum sitzt, aber es ist immer ein Aufseher dabei. Du hast mal gesagt, eigentlich hast du Angst, dass dein Vater danach wieder in so ein schwarzes Loch fällt, weil du ja dann das Gefängnis verlässt, wieder nach Hause gehst, deinem Leben nachgehst. Hat dich das manchmal so schon vorher so beschäftigt, ne? Hast du dich gefragt, Mensch, lohnt es überhaupt jetzt, meinen Vater zu besuchen? Nein, das nie. Weil ich wusste, dass ich eine wichtige Stütze für ihn bin. Und deswegen habe ich auch teilweise zu wirklich ungelegenen Situationen ihn besucht und auch mal einen Flug verschoben oder Training ausfallen lassen. Ich habe alle möglichen Sachen veranstaltet, Termine ausfallen lassen, nur damit ich ihn noch einmal besuchen konnte vor dem Abflug oder Ähnlichem. Also ich habe da schon versucht, alles zu machen, weil ich wusste, dass das verdammt wichtig ist für die Moral einfach. Ich habe mich immer gefragt, also warum du nicht vorher mal emotional reagiert hast öffentlich, nach dem Motto, jetzt reicht's, was man da mit meinem Vater macht. Du hast das eigentlich erst in New York gemacht, einer Zeitung gegenüber gesagt, jetzt ist Schluss, im Verhältnis zu anderen Gewaltverbrechen, gerade in Deutschland, stimmt doch hier dieses Maß nicht mehr. Warum hast du das nicht vorher gemacht? Ja, ich habe es mir auf eine Art eigentlich nicht getraut und das, was in New York dann in der Times stand, das sollte eigentlich auch nicht in die Zeitung kommen, sondern ich habe hier versucht, die Situation zu erklären. Denn gerade zu dem Zeitpunkt, gerade in dieser Woche, als der Artikel veröffentlicht wurde, gab es ja die Entscheidung, kommt mein Vater frei oder nicht. Und ich hatte natürlich in dem Moment, als ich den Artikel las, eine unglaubliche Angst, dass dieser Artikel irgendwie die Entscheidung beeinflusst. Und das war immer da waren immer meine Bedenken gesessen. Ich wollte irgendwie ihm nicht schaden. Und deswegen, wenn ich auch den Ärger und teilweise die deprimierenden Momente hatte und einfach nicht mehr weiter wusste, ich wollte nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil ich einfach zu viel Angst hatte, dass das mir irgendwie, dass das einen Rückschluss hat, der nur schaden kann. Und ich habe zu dem gestanden, was ich gesagt habe. Das habe ich mir dann auch immer wieder sagen müssen. Was du sagst, ist richtig. Ja. Du kannst auch dazu stehen. Nur ich hatte einfach Angst, dass das der falsche Moment war, in dem es einfach veröffentlicht wurde. Und viele haben sich gefragt, als dein Vater an diesem Freitag dann nach Hause gehen konnte, weshalb du jetzt nicht zurückgekommen bist nach Deutschland. Ihr wart auf dem Weg, glaube ich, schon, und ihr wart schon in den USA, Philadelphia, Masters. Und ihr seid dann jetzt letzte Woche nach Hause gekommen, waren noch viele Werbetermine. Warum gab es vorher keine Gelegenheit, mal kurz nach Hause zu gehen? Da gab es in dem Moment gar keine Diskussion darüber. Auch mein Vater wollte es in dem Moment überhaupt nicht. Er wollte natürlich uns so früh wie möglich sehen. Wir wollten ihn so früh wie möglich sehen. Ich meine, ich weiß, wie ich in Philadelphia da saß und mir die Situation... Also mir ist es einfach, mir war wirklich sehr unwohl, ich war sehr deprimiert, ich habe wirklich eine schwere Zeit in Philadelphia durchgemacht. Und dann kam natürlich auch noch irgendwo die Frage von Deutschland, kommt sie jetzt nach Hause, warum kommt sie nicht? Aber einfach zu Hause, einfach zurückzukommen, nur dann, um Hallo zu sagen, das braucht mein Vater nicht. Er braucht Unterstützung die ganze Zeit und nicht einfach nur an dem Tag, wo er nach Hause kommt. Steffi, wie war das jetzt, als du deinen Vater wieder gesehen hast? Sehr schön. Ich meine, das fällt einem schwer so einfach zu beschreiben, aber es war ein tolles Gefühl, einfach mal übers Gelände zu laufen, einfach wieder normal zu reden, ohne jemand dabei zu haben, einfach mal losgelöste Augenblicke zu haben und einfach meinen Vater auch wieder mal in einem anderen Umfeld zu sehen, das war toll. Das war der erste Satz deines Vaters, als er dich wieder gesehen hat? Ich glaube, dass das, ich meine, im ersten Moment wird da nicht geredet, sondern umarmt und sich einfach mal zusammengesetzt. Da gibt es keinen ersten Satz.
In dem Sinne. Ich meine, da gibt es natürlich einen ersten Satz, aber einfach mal die Freude, die du hast, die versuchst eben dem anderen rüberzubringen. Mhm. Mhm. Welche Rolle übernimmt jetzt dein Vater weiter im Unternehmen, Steffi Graf? Habt ihr da schon drüber gesprochen? Er ist mein Vater und die Rolle übernimmt er. Also was ich ganz bemerkenswert fand, in einem Gespräch in einer amerikanischen Zeitung hast du gesagt, mein Vater hat sich nicht körperlich so verändert, er hat sich im Bewusstsein verändert. So hast du es beschrieben, mental und im Bewusstsein. Kannst du das erläutern? Es gibt Dinge, die er einzieht, die er jetzt lieber anders gemacht hätte. Ja. Ich meine, er sieht jetzt Dinge irgendwie auf eine andere Art und vielleicht kann er auch jetzt offener darüber reden, als er es je konnte. Mhm. Und wir können auch miteinander, das habe ich auch in den letzten Tagen gemerkt, andere Gespräche führen als früher. Und da hört jeder dem anderen einfach etwas mehr zu. Und ich denke, dass er sich einfach in der Hinsicht sehr verändert hat. Mhm. Er hatte natürlich auch sehr viel Zeit, über sein Leben, über die Familie, über viele Dinge nachzudenken. Das klingt so, als wenn dein Vater jetzt auch zu einigen Fehlern steht, die er vielleicht gemacht hat. Ja, das ist richtig. Ja? Mhm. Auch da könnt ihr ganz offen jetzt drüber sprechen. Und ja, wir können, wie gesagt, wir haben natürlich in den Tagen relativ viel versucht zu bewältigen und haben das auch wirklich gut geschafft und wirklich mit einer anderen Art von Gespräch. Mhm. Also das ist eine Art von Lernprozess für euch beide sozusagen richtig, gewesen. Richtig. Mhm. Hast du dich denn, also zum Beispiel gibt es ja oder gab es ja dieses Buch in diesem Jahr, dieses Spiegelbuch, ne? Mhm. Reiche Steffi, armes Kind. Hast du das gelesen? Nein. Nein, habe ich nicht gelesen. Ja. Ich sage das deshalb, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass du zumindest zu zwei Dingen was gesagt hättest. Also zum einen, dein Vater soll dich geschlagen haben. Ist das so? Wird da eine Ohrfeige zum Elefantenhof stilisiert? Absolut. Absolut. Oder nicht, das zu verstehen? Ich meine, da fangen wir jetzt an, dagegen anzusprechen. Mhm. Wobei ich zu dem Thema absolut kein Problem habe. Das ist absolut nicht korrekt, was da geschrieben wird. Eine Ohrfeige werde ich sicherlich mal zwischendurch bekommen haben. Habe ich auch. Aber dass daraus mehr gemacht wird, ist eine absolute Frechheit. Also, da ist ja so eine Aussage drin, der Horst Schmidt, dem du ja offenbar am Herzen lagst, sagte, er hätte dich schon, glaube ich, 1991 über das Steuersparmodell aufgeklärt. Hast du ihm da nicht so richtig zugehört oder vereinfacht gefragt, hast du was gewusst? Nein, ich habe nichts gewusst. Das kann ich auch sehr offen dazu sagen. Ja. Ja, du musst doch zwischenzeitlich vor Wut, musst du doch ins Kopfkissen gebissen haben, nach dem Motto, warum habe ich mich nicht früher um diese Dinge gekümmert? Das ist richtig, absolut richtig. Ja? Ich habe mich darüber sehr geärgert, ja. Ich weiß, dass ich aber auch zu wenig Zeit dafür hatte. Und ich meine, ich sehe es jetzt, ich meine, die letzten eineinhalb Jahre, ich komme kaum mehr zu mir, ich habe kaum mehr Zeit für mich selbst. Und wenn ich die Tage jetzt auch im Büro sehe, die von morgens wirklich bis teilweise sehr spät abends sind, und das noch während den Turnieren, während meinen Trainingseinheiten. Es ist schon sehr, sehr viel und ich merke, dass ich dieses Jahr sehr oft müde war und eigentlich gar nicht mehr bereit war. Und teilweise war es einfach viel zu viel für mich. Ich merke auch, dass ich mich teilweise überlaste mit all den Themen. Hast du es trotzdem geschafft, so weit zu sein, dass du sagen kannst, ich habe jetzt den totalen Überblick über all das, was in den Jahren passiert ist, was finanziell passiert ist, was auch sonst anlagemäßig geschafft wurde? Nicht hundertprozentig. Noch nicht hundertprozentig? Nein. Aber du willst diesen Prozess weiter fortsetzen, also natürlich, dass du sagst... Natürlich, muss ich eben auch für meine Zukunft hin. Macht dir diese neue Verantwortung Spaß oder ist das irgendwie was Lästiges für dich? Manche Dinge machen mir Spaß. Aber es gibt viele Themen, die sehr weit vom Spaß weg sind. Zum Beispiel welche? Wenn ich über meine finanziellen Angelegenheiten irgendwo entscheiden muss, dann fällt mir das oft sehr schwer, denn ich habe einfach zu wenig Informationen. Mhm. Ich kenne mich auf diesen Gebieten zu wenig aus. Ich versuche mich hineinzulernen, aber es ist immer noch zu wenig, um wirklich darüber die volle Entscheidung treffen zu können. Und damit habe ich meine Schwierigkeiten. Und Typ Geschäftsfrau,
In dem Sinne fällt mir sehr schwer. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mit Anwälten, Steuerberatern und auch direkten Sponsorenterminen umzugehen. Und da habe ich teilweise schon meine Schwierigkeiten. Im kreativen Bereich, da bin ich absolut zu Hause, aber in den Bereichen einfach nicht, weil ich bin auch kein knallharter Typ in dem Sinne. Und da fällt es mir schwer, dann auch so richtig Druck auszuüben teilweise, was man auch muss. Zitat des Films, ich und Nein sagen. Ja, ja, ist leider so. Ich habe ein kleines Problem mit diesem Wort Nein. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich möchte so haben, ich möchte so haben. Auch wenn ich mich oft genug ärgere ich mich nach gewissen Dingen, wo ich dann einfach klein beigebe. Weil ich merke, ich fühle mich nicht wohl mit der Situation oder ich fühle mich nicht wohl zu dieser Entscheidung, zu der ich vielleicht ein bisschen hingeschoben worden bin, und da ärgere ich mich oft, ja. Aber ich bin im Lernprozess. Immer noch. Würdest du uns erlauben, dass wir jetzt mal in deine Firma hineinblicken, in deine neue? Gerne. Ja? Mhm. Eine Führung mit Steffi Graf. Ja. Mittlerweile ist eigentlich schon Feierabend hier. Normalerweise wäre hier Frau Malinowski, Sekretärin. Gibt's irgendwas? Nö, alles fast. Der Hans spricht jetzt mit dem GG. Okay. Hier ist unsere ganze Buchhaltung. Hier arbeitet Frau Kühne. Ein Foto hier. Das wurde ja in Berlin gemacht. Ja. Mhm. Das möchte der Herr Barth ins Internet mit einbringen. Ja, ich kann auch nicht. Ja, natürlich. Hier arbeitet normalerweise der Hans Engert. Der für mich so die Organisation, Terminplanung bis Pressearbeit bis Sponsoren, alle möglichen Verträge, überhaupt hat für mich alles übernommen. Aber ich bin immer noch die Chefin. Hey. Das hier ist mein Bereich, wie man an den Schlägern feststellen kann. In meinem Büro. Okay, dann komme ich. Ja, okay, bis gleich. Ich bin alle Sekunden dabei. Natürlich schon mit der Sache irgendwo identifizieren können. Also das gehört mir schon ziemlich dazu. Ich habe das Gefühl, der Arzt wird sofort machen, weil er weiß, dass jedes läuft. Ich komme gleich wieder. Ja, jetzt. Ja, tschüss. Hi. Nix. Streng geheim. So, danke. Tschüss. Okay. Es war genug Büro für heute. Wir haben genug gearbeitet, glaube ich. Es sprach zu Ihnen die Chefin. Ja. Ist ein Büroraum für Vater auch da? Das ist. Nein. Nee? Nein. Der sollte auch gar nicht mehr arbeiten. Der soll sich irgendwie Spaß haben am Leben jetzt. Das zum einen, und ja. Ich glaube, er hat einige Ideen für sich selbst und die er auch irgendwo irgendwann in näherer Zukunft sich einrichten möchte. Er möchte ganz was anderes machen. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, aber er hat gewisse Ideen und ich glaube, das wird ihm auch gelingen. Also er hat Ideen ein bisschen weg vom Tennis. Ich habe in einem Artikel, war glaube ich eine französische Zeitung, Matin Info Matin, nämlich gelesen, also du hättest Angst vor diesem großen schwarzen Loch in der Sportlerfallen, wenn die Karriere zu Ende ist. Wie ist das gemeint? Habe ich eigentlich nicht so direkt gesagt, denn ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der das eigentlich positiver ansieht, dieses Ende der Karriere. Denn ich sehe ja, wie wenig Zeit ich für mich selbst habe, für meine Hobbys oder meine Interessen. Und ich sehe das auch als etwas Positives, denn ich freue mich auch darauf, etwas mehr Zeit mal für mich zu haben und Dinge zu tun, die ich so
sonst nie machen konnte. Aber es wird sicherlich erstmal der Kern meines Lebens fehlen. Und das ist das Tennis, das mich einfach fast 24 Stunden am Tag beschäftigt. Insofern denke ich, dass es einfach nicht einfach wird, da einen Ersatz für zu finden. Mhm. Aber wie ich mich kenne und von meinem Typ her, der wie gesagt immer etwas sucht, denke ich, dass ich das finden werde. Aber es wird sicherlich eine Zeit brauchen, bis ich weiß, was ich genau will. Was sind das für Dinge? Aus dem Film habe ich ja nun gelernt und aus der Beobachtung, du interessierst dich sehr für Kunst, insbesondere für Malerei, sehr für Fotografie. Und das, der kreative Bereich, was du eben gesagt hast, dir ohnehin näher liegt als der geschäftliche. In welche Richtung könnte das gehen? Gibt es einige Ideen. Ich habe auch vor, jetzt im kommenden Jahr eventuell, sagen wir mal, ich habe es vor und ich möchte es gerne eventuell einige Ausstellungen selbst irgendwo zu initiieren. Ich will gar nicht so viel da in diese Dinge hineingehen, denn ich habe das Gefühl, dass ich einfach da einfach meine Zeit brauche und ich jetzt rausfinden muss, ob ich das machen möchte und ob es mir auch gefällt. Du hast ja auch da, glaube ich, regen Kontakt mit Künstlern und... Mit einigen, ja. Ja. Könnte sich natürlich irgendwann mal verstärken, wenn ich etwas mehr Zeit hätte. Im Moment ergibt sich das halt oft nur auf Turnieren, mal für ein paar Stunden oder so. Wie gesagt, dafür fehlt im Moment eigentlich wirklich die Zeit. Ich meine, es ist ja, wenn man so viel unterwegs ist und auch so populär ist, Steffi, ist das ja nicht so einfach, eine ganz normale Beziehung zum Mann zu haben. Also wenn man im öffentlichen Leben ist. Ich meine, so kennenlernen, nett essen gehen, also und plaudern, flirten, an der Bushaltestelle rumknutschen, das geht ja irgendwie nicht. Ne? Da sind ja gleich 200 Paparazzi dann immer da. So schlimm ist auch wieder nicht. Nee? Nee. Nee, ich meine, es gibt ja auch eine Zeit weg vom Turnier. Stress und von der Öffentlichkeit. Und das ist, wenn man zu Hause ist oder wenn man eben reist. Es gibt noch genug Momente, wo man wirklich völlig frei ist, das zu tun, was man möchte. Also würde ich auch durchdrehen, wenn ich das nicht hätte. Gleich geht's weiter mit RAN persönlich. Steffi Graf über ihre Liebe zu Freund Michael, Kinderpläne und ganz persönliche Weihnachtswünsche. Michael und du, ihr seid bereits ja seit einigen Jahren zusammen. Wie oft habt ihr euch in diesem Monat gesehen? Noch nicht sehr viel. Ein paar Tage. Ja? Mhm. Irgendwas jetzt geplant, über Weihnachten zusammen wegfahren? Ist natürlich auch recht schwer, denn im Moment jagt ein Termin den anderen. Mhm. Er bereitet sich auf die nächste Saison vor, hat auch sehr viele Termine. Er lebt ja auch unter anderem in Monaco und da ist es auch nicht ganz einfach. Und ich denke mal, dass nächste Woche für mich ein bisschen ruhiger wird und wir uns dann auch mal wieder treffen. Redet ihr auch über Kinderkriegen? Im Moment noch nicht, nein. Wenn man dich so mit deinem Neffen sieht, im Film gibt es ja das herrliche Bild, dann könnte ich mir vorstellen, dass du auch irgendwann selber so einen kleinen süßen Schreihals haben möchtest. Ja, aber da brauche ich erstmal meine Zeit dazu. Dazu bin ich im Moment echt noch zu sehr im Sport. Mhm. Und jetzt würde ich das als undenkbar sehen. Ich meine, später nach meiner Karriere sehe ich das absolut als möglich und möchte ich auch gerne. Im Moment ist es, glaube ich, nicht der passende. Aber du siehst dich schon als Familienmensch später? Denke ich mal schon, genau. Also ich meine, ich möchte mich da absolut nicht festlegen. Ich mag Kinder unheimlich gerne. Insofern werde ich mir das gut vorstellen können. Mhm. Ja, man spürt das, einfach der Umgang mit Kindern, ja, ne? Nein. Ganz direkter Weg und sofort eine Beziehung dazu. Ja, ich bin auch absolut neidisch auf meinen Bruder. Ja? Steffi, als Protagonistin eines Süßwarenherstellers, einiges ist schon weggefuttert. Schauen wir gerne, uns machen wir was. Die schmecken gut, ne? Mhm. Deine Tierliebe, selber erlebt, deine Hunde zu Hause. Hättest du gern Tiermedizin studiert? Oder machst du es noch? Nein. Nein, das hätte ich als Kind gerne. Und, ja? Immer wenn ich gefragt
Mode, was wärst du gern geworden? Dann war eigentlich meine Standardantwort, ich wäre gerne Tiermedizinerin geworden. Ja, ich liebe Tiere über alles. Und mir fällt es auch wirklich teilweise sehr schwer, wenn ich diese Tierheime sehe oder wenn ich eben wie vor kurzem einen herrenlosen Hund in Moskau da sitzen sehe, dann habe ich schon das Gefühl, hey, schnapp ihn dir, du kannst ihm helfen. Und ja, und hast du ein Reisegepäck versteckt oder wie ist das gelaufen? Mhm. Ja? Keiner gemerkt? Ja, doch, gemerkt wurde das sicherlich. Spätestens nachdem er sich übergeben hat im Flugzeug. nein, das ist sicherlich aufgefallen. Und ich habe natürlich auch erstmal fragen müssen, gehört der Hund auch wirklich niemand und kann ich den auch wirklich mit ins Flugzeug nehmen? Und nachdem jeder gesagt hat, ja, und nehm ihn mit, war er eben dabei. Aha. Du hast alle Rekorde gebrochen. Ich meine, du bist die längste Nummer 1, die es in der Tenniswelt der Damen gegeben hat. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich denke mal, dass es bei Gesundheit anfängt. Mhm. Und dass es bei Glück endet. Verschenkst du deinem Vater? Hey, jetzt reicht's. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Mhm. Wir haben schon mal ein kleines Geschenk. Mhm. Hier drin eine CD mit all den Musiken aus dem Film, weil es sind fast ausschließlich deine Lieblingsmusiken. Mhm. Ne? Steffis Favorites. Wow. Aus Rand persönlich, frisch gepresst. Vielen Dank. Gibt's nur einmal. Und hier. Es gibt's nur einmal. Wow. Gibt's nur einmal. Ich bin stark. Steffi, und hier einige Auszüge, Süßigkeiten. Ja. Ist doch noch ein bisschen was übrig geblieben, ne? Ja. Das sind Ausschnitte aus dem Film Video Prince, aus dem Film Rand persönlich, als persönliche Erinnerung für dich an das sehr erfolgreiche, aber auch gleichermaßen anstrengende Jahr. Danke. 1996. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ja? Ja.